Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier auf meinem Kanal. Hier geht es um die Themen Börse, Investment und Trading und mein Name ist nach wie vor Jens Rabe. Heute machen wir weiter in unserer Reihe zu den Commitment of Traders Daten. Das erste Video scheint bei euch recht gut angekommen zu sein. Ihr habt sehr, sehr viele Fragen gestellt in den Kommentaren, habt das gut bewertet. Das freut mich natürlich und deswegen geht es heute weiter. Nachdem wir uns beim ersten Mal ja die kommerziellen Marktteilnehmer angeschaut haben, schauen wir mal heute auf die andere Gruppe, nämlich die sogenannten Large Speculators, also die Big Boys. Wer sind die, was machen die und was können wir daraus ablesen? Nochmal eine kleine Wiederholung vom letzten Mal. Kommerzielle Marktteilnehmer, da hatten wir ja gesagt, die agieren immer antizyklisch am Markt. Das heißt also, wenn die Preise steigen, dann verkaufen sie. Und zwar, wer verkauft da? Aus dieser Gruppe der Commercials verkaufen da die Produzenten. Und wenn die Preise fallen, dann kaufen die Commercials, aber eben nicht als Gruppe gesamt, sondern hauptsächlich die Verarbeiter, also die sich einfach die niedrigen Preise sichern wollen. So. Jetzt fragt man sich natürlich, wer sind denn immer die anderen, die da noch am Markt agieren, weil nur allein die Commercials können ja am Markt nicht tätig sein und hier kommen jetzt die Spekulanten ins Spiel. Zum einen gibt es da die Kleinspekulanten, also so Leute wie ihr, wie ich, und zum anderen gibt es aber dann natürlich die sogenannten Large Speculators, die Big Boys, also die Jungs mit den tiefen Taschen, mit dem großen Geld. Und wie definiert man die jetzt überhaupt? Also woher weiß man denn überhaupt, was ist denn ein sogenannter Large Speculator? Bei den Commercials hatten wir gesagt, die müssen irgendetwas mit der physischen Ware zu tun haben. Also das heißt, die müssen halt Weizen anbauen oder verarbeiten oder sonst irgendwas. Ne? Bei den Large Speculators ist das nicht so, sondern im Grunde genommen kann jeder von uns auch ein Large Speculator sein. Das Einzige, was wir dazu tun müssen, wir müssen eine bestimmte Anzahl an Kontrakten im Markt halten. Das gilt sowohl für Optionen als auch für Futures. Es wird auch zusammen addiert. Und ich habe euch hier mal drei Beispiele mitgebracht, damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung bekommt, wie viel Futures, wie viel Futures muss man denn jeder oder in dem Moment halten, damit man als Large Speculator eingestuft wird. Und das erste Beispiel, das ist hier Mais. Und da seht ihr in diesem kleinen roten Kästchen eingerahmt das Reportable Limit, also ab dem Zeitpunkt, wenn man mehr als diese Anzahl an Kontrakten hält, ist man ein Large Speculator, liegt bei 250 Kontrakten. So, jetzt hat vielleicht der eine oder andere von euch noch nie Mais gehandelt, wird es wahrscheinlich auch nie tun. Deswegen schauen wir uns noch zwei andere Märkte an, nämlich der zweite Markt ist Crude Oil. Also Erdöl, und da ist es schon ein bisschen mehr, nämlich da müsst ihr schon 350 Kontrakte handeln, und zwar nicht aufs Jahr gesehen, sondern wirklich in dem Moment gleichzeitig müsst ihr in eurem Depot mindestens 350 Kontrakte haben. Wenn Öl jetzt so, sagen wir mal, bei 40 Dollar steht, ein Kontrakt ist 40.000 Dollar dann wert, weil in einem Erdöl-Future sind 1.000 Barrel enthalten. Da könnt ihr euch vorstellen, wie viel Geld da bewegt wird, wenn man 350 Kontrakte handelt. Und der letzte Markt, das ist vielleicht einer, den die meisten von euch kennen werden, nämlich das sind die sogenannten E-Mini-Futures auf den S&P 500. Und da muss man mindestens 100 Stück gleichzeitig handeln, damit man als Large Speculator eingestuft wird. Und damit ihr auch mal hier eine gewisse Vorstellung habt, 100 Kontrakte, wie viel bräuchte ich denn da mindestens Geld, um das zu tun? Momentan liegt, auch ein bisschen nach Broker, die Margin, die hinterlegt werden muss für so einen S&P E-Mini Future bei etwa 4.500 Dollar. Das heißt also, allein die Margin-Anforderungen, um 100 Kontrakte handeln zu können, sind bei einer knappen 500.000 Dollar. Jetzt wird natürlich niemand sein Konto hier vollballern, wenn er eine 500.000 hat und wird 100 Futures handeln, sondern wir können davon ausgehen, dass sicherlich dann das Konto Minimum das Zehnfache beträgt,
in den meisten Fällen, was ich damals in Chicago kennengelernt habe an der Börse, wenn wir über Large Speculators reden, dann reden wir wirklich über Hedgefonds, dann reden wir über institutionelle Anleger, Pensionskassen, Investmentbanken und so weiter. Also über Leute, die dann wirklich in riesigen Maße Geld handeln an den Märkten. Also da sind wir auch schnell mal bei Positionen, die mehrere 10 Millionen Dollar wert sind, mal 100 Millionen. Also das habe ich alles gesehen und das ist auch nichts Außergewöhnliches. Wenn ihr euch übrigens fragt, wo kommen diese schönen Auflistungen her, die könnt ihr selber euch auch nachvollziehen. Und zwar gibt es eine Webseite, die heißt diefin.de. Die ist super, super informativ, wenn es ums Thema Futures und Optionen geht. Wenn man so ein bisschen sich mehr hineinlesen möchte, diefin.de. Und die könnt ihr euch einfach mal anschauen. So. Wie können wir jetzt diese sogenannten Large Speculators einschätzen? Wir wissen, bei den Commercials, die handeln antizyklisch und das heißt, es braucht auch jemand, der zyklisch handelt, also quasi mit dem Trend, und das sind die Large Speculators. Und der Grund ist auch relativ simpel, weil wenn du großes Geld in den Märkten unterbringen willst, dann kannst du das eigentlich nur noch mit dem Trend machen. Das heißt also, dann kannst du nicht, wie wir jetzt als private Trader, auch mal gegen den Trend handeln oder irgendwelche Ausbrüche handeln oder irgendwelche Dinge machen. Das funktioniert für so einen großen Händler nicht mehr und deswegen muss der immer mit dem Trend gehen. Die kommerziellen Marktteilnehmer waren ja tendenziell eher auf der Short-Seite aktiver. Die Large Speculators sind tendenziell eher auf der Long-Seite aktiver. Das heißt also, die kaufen eher. Das heißt nicht, dass die auch mal Short-Positionen haben, aber tendenziell sind die schon eher auf der Long-Seite unterwegs. Und ich will euch das mal hier in zwei Charts zeigen. Der erste Chart ist Gold. Gold kennt jeder von euch. Und da seht ihr natürlich hier immer das Verhalten dieser kommerziellen Marktteilnehmer. Das ist im unteren Bereich des Chartes diese rote Linie. Ich habe euch auch diese Pfeile hier hingemacht. Und da seht ihr eben, wenn Gold nach oben geht, dann wird deren Position größer. Das heißt, die kaufen in steigende Preise immer weiter. Ganz normal trendfolgend. Und wenn der Preis eben nach unten geht, dann reduzieren die ihre Long-Position. Und es gibt halt auch Märkte, wo die dann tatsächlich auf die Short-Seite gehen. Und da können wir uns gleich mal noch einen nächsten Chart anschauen. Das ist Kaffee. Kaffee also auch ein Markt, der wahrscheinlich nicht so viel von den Privaten gehandelt wird, aber natürlich ganz klar von vielen trendfolgenden Hedgefonds, von Rohstofffonds und natürlich auch von Commercials. Und hier könnt ihr das sehr gut sehen. Der Chart ist mal ein bisschen länger gefasst vom Zeitraum her. Und das seht ihr auch hier, ne? Wenn die Preise steigen, dann kaufen die Jungs. Wenn die Preise fallen, dann reduzieren die ihre Netto-Long-Position. Also Netto-Long heißt, auch hier gibt es natürlich immer auch Fonds, die short sind, manche die long sind, die kleiner die sind, umso flexibler sind sie. Die großen Dickschiffe, die hier Milliarden bewegen, die sind also wirklich dann quasi immer so die letzten. Und ihr seht hier zum Beispiel in dem Chart, dass es eben auch mal zu einer Short-Position kommen kann. Also dass dann auch mal die kommerziellen die Large Speculators natürlich auch mal short sind. Und ihr seht auch, wie dann die Preise darauf reagieren. Nämlich, wenn die, also man kann jetzt hier fragen, wer ist jetzt der Hund, wer ist der Schwanz? Ne? Also ist es der Preis oder ist es die Positionierung? Faktisch ist es aber so, und das ist auch das, was wir daraus ablesen können, nämlich die Trendwenden, also wenn wir sagen, wir haben zum Beispiel einen Aufwärtstrend und wir wollen schauen, wann könnte es denn hier eine Trendwende geben, das erkennen wir bei den kommerziellen Marktteilnehmern, weil die sich eben dann wirklich so positionieren, wo man sagt, oh, jetzt sind die in historisch betrachtet in einem solch hohen Maße, zum Beispiel jetzt Short, die haben sich so hoch abgesichert, dass es über kurz oder lang eine Trendwende geben wird. Bei den Large Speculators wird es eher so sein, dass eben die Dickschiffe ziemlich langsam sind und die kleinen flexiblen Fonds, die es ja auch gibt, die sind die ersten, die dann anfangen, vielleicht mal eine Position zu drehen, die dann mal ein bisschen short gehen und so weiter. Und danach folgen halt die Großen nach und dann beginnt eben dieser ganze Kreislauf wieder vom Neuen, ne? Hoch, runter. Also das ist ja der Unterschied auch zu Rohstoffen, jetzt zu Aktien. Aktien haben die Tendenz, tendenziell langfristig zu steigen. Rohstoffe dagegen werden sich immer in solchen Zyklen bewegen, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn die Preise eben steigen, steigt das Angebot, weil du kannst mehr produzieren. Es lohnt sich bei den hohen Preisen. Und wenn die Preise eben runtergehen, dann wird eben die Produktion zurückgefahren und dann gibt es weniger Angebot und dann fangen die Preise wieder an zu steigen. Also das ist immer so ein fortlaufender
Zyklus. Jetzt haben wir also die Large Speculators abgearbeitet. Jetzt wissen wir also, wie diese grob hier arbeiten. Und die Commercials wissen wir auch aus dem letzten Video. Im nächsten Video werden wir uns dann mal den kleinen Spekulanten zuwenden, weil hier immer viele sagen, die kleinen Spekulanten liegen immer falsch. Schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Und danach wird es dann in der Serie hier weitergehen, dass wir uns natürlich mal anschauen, wie interpretiert man denn das Ganze, weil das ist ja jetzt der schwierige Part. Schwierig ist es eigentlich nicht, man muss bloß wissen, wie es geht. Dass man also sagt, was kann ich denn wirklich für mein persönliches Handeln für einen Nutzen daraus ziehen. Wenn ihr wieder Fragen habt, ne, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ihr schreibt mir das Ganze hier unten in die Kommentare. Und ich versuche das dann in die Videos mit einzubauen. Ansonsten bleibt diesem Kanal treu, verteilt die Videos, abonniert das Ganze und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.